So, da sind wir dabei, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und wir sind hier jetzt an den Trollen vorbei. Und jetzt ist Bosskampfzeit. Spoiler. Naja. Wir haben übrigens mehr als 80% jetzt schon. Ne? Sollte einem schon zu denken geben. Schleicht da halt hin. Wer ist da? Ich bin ein Freund Hagrids. Hagrid steckt in Schwierigkeiten. Darum bin ich hier. In Schwierigkeiten? Aber warum hat er dich geschickt? Sie haben ihn nach Azkaban gebracht. Sie glauben, er hat ein Monster auf die Schüler losgelassen. Ich komme aus einem fernen Land. Ein Reisender schenkte mich Hagrid, als ich noch ein Ei war. Er sorgte für mich und versteckte mich in einem Schrank und fütterte mich. Als man mir die Schuld für den Tod des Mädchens gab, da beschützte Hagrid mich. Jetzt lebe ich im Wald. Aber weißt du, was das Mädchen getötet hat? Das Wesen, das im Schloss lebt, ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als alles andere fürchten. Wir nennen es nicht beim Namen. Dann gehe ich jetzt einfach. Gehen? Ich glaube nicht. Das ist einfach so bescheuert. Ja, nö, du gehst jetzt nicht, ne? Ja, wir müssen jetzt einfach nur die Bäume hier anschießen. Damit er da runterfällt. Deswegen laufe ich jetzt mal im Kreis. Ja, genau. Töte die Spinne mit einem Schuss, oder was? Ja, ich werde nicht wirklich angegriffen, aber gleich schon, denke ich. Ich glaube, er schießt auch gleich, der Aragog. Der jetzt nicht mal beim Namen genannt wurde. Wie man hier auf das Detail geachtet hat. Vor allem, wie der keine neuen Spinnen holt, ne? Ist jetzt nur noch eine Spinne, die mir folgt. Ich glaube, da kommen auch nur neue, wenn ich die auch wirklich anschieße, oder? Weiß ich nicht. Oder wenn ich einen Baum zerstöre. Da kommt er ja auch mal an zu einem Angriff. Und da kommt eine neue Spinne. Ja, toller Bosskampf, nicht wahr? Wir schießen nicht mal auf unseren Gegner, sondern wir schießen auf seine Bäume. Gut, dass ich alle Bäume schon mal ein bisschen beschädigt habe. Greift er gleich auch bestimmt wieder an. Schön, wie mich auch nichts trifft. Ich glaube, da haben wir jetzt gleich auch mehrere Ecken. Nicht Ecken, mehrere Ebenen, wo wir gegen ihn kämpfen. Oder? Nee, vielleicht doch nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, es wären mehrere.
Vielleicht muss ich jetzt einfach nur runter und dann bin ich da bei ihm. Tschüss. Folgen wir einfach, als wären wir so dumm wären. Ja, okay, keine mehreren Ebenen. Wir fahren direkt mit dem Auto weg. Genau dorthin, wo er halt hingegangen ist. Macht natürlich Sinn. Jetzt sind wir wahrscheinlich einfach wieder weg. Der Wagen hielt kreischend vor ihnen und Harry sprang hinein. Beeil dich, Ron! Der war gar nicht dabei. Die Türen schlugen zu und Ron brauchte das Gaspedal nicht zu berühren. Der Wagen beschleunigte von allein. Sie rasten einen Hügel hinauf, raus aus der Senke und weiter durch den Wald. Zweige krachten gegen die Scheiben, als der Wagen sich einen Weg durch das dichte Unterholz bahnte. Er schien diesen Weg bestens zu kennen. Nach 10 lärmerfüllten, holprigen Minuten lichteten sich die Bäume. Der Wagen stoppte so jäh, dass sie fast durch die Windschutzscheibe flogen. Sie hatten den Waldrand erreicht. Harry und Ron kehrten sicher in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors zurück. Was hat es gebracht, dass wir da reingegangen sind? Was haben wir herausgefunden, möchte ich gern wissen. Dass Hagrid die Kammer des Schreckens nicht geöffnet hat. Er war unschuldig. Ja, das hätte ich dir auch so sagen können. Hättest ein bisschen gegoogelt und dann hättest du ja auch herausgefunden. Obwohl ich gar nicht mal weiß, ob bei dir schon das Internet erfunden wurde. Harry, Ron, ich fürchte, das wird ein Schock für euch sein. Es gab einen weiteren Angriff. Oh nein. Oh nein. Auf wen? Es tut mir leid, aber eure Freundin, Miss Granger, wurde in der Nähe der Bibliothek gefunden. Alle Schüler wurden in die Gemeinschaftsräume geschickt. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Ron. Deine Schwester Ginny ist verschwunden. Wir vermuten, dass sie in die Kammer des Schreckens entführt wurde. Oh nein. Was sollen wir jetzt tun? Aragog hat gesagt, dass beim letzten Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ein Mädchen tot in der Toilette gefunden wurde. Was, wenn sie dieses Klo nie verlassen hat? Was, wenn sie immer noch da ist? Die maulende Myrte. Geh zum Mädchenklo, Ron, und suche die maulende Myrte. Ich gehe zu Lockhart. Warum zu Lockhart? Er ist der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und was auch immer diese Leute angegriffen hat, hat mit den dunklen Künsten zu tun. Okay, wir treffen uns im Mädchenklo. Warum ist der so riesig und fett? Ginny geht es gut, oder Harry? Keine Sorge, Ron. Wir retten sie und dann schließe ich die Kammer des Schreckens für immer. Sagte der 12-Jährige. Das ist genauso wie die Typen, die immer meinen, mich zu beleidigen und selber nur 12 sind. Ja, die finde ich toll. Sind richtige Harry Potters. Aber die Narben, die haben die sich mit ihren eigenen Messern geschnitzt. Die sind schon cool, muss man schon sagen. So, und ich bin hier in den Geheimgang gegangen, damit ich hier endlich weiterkomme. Denn da ist was. Was ich mir jetzt holen werde. Wer hat die Tür wieder geschlossen? Oder war die Tür noch weiter vorne? Okay, hier war die Tür. Ja, hier kamen wir nicht weiter. Jetzt schon. Jetzt schon. Wäre die Milius. Merkt euch dieses Bild da in der Mitte. Das werden wir in einem gewissen anderen Teil auch nochmal sehen. Naja, die meisten Bilder sieht man eigentlich immer wieder. Weil die... Nun ja. Immer wieder reintun. Und sehr faul sind. Die Entwickler.
Weil die tun sehr oft die Bilder einfach wieder in andere Spiele rein. Warum die andere Tür jetzt zu ist, ich habe keine Ahnung. Scheinbar brauche ich die nicht mehr. So, und neben dem Büro von Lockhart gibt es noch sowas und dann, ja. Dann gehen wir eben den Slytherin Champion da besiegen. Ja, und dann fehlen uns noch 3 Karten. Und eine kriege ich, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht mehr. Eine kriege ich auf jeden Fall, wenn ich den Civil Champion da besiege und dann. Ja. Die 3 Karten, ich weiß gar nicht, wo die sind. Schön, wie hier auch wieder Geräusche sind von irgendwelchen Schülern, die hier anscheinend sind, was gar nicht sein kann. Da hier keine Schüler sein können. Und wenn wir zu Lockhart gehen, dann ist eh Story jetzt erstmal und dann kommen wir nicht mehr weg. Weil dann geht's bis zum Ende durch. Das ist die letzte Mission. Ja genau, jetzt sind hier auch noch Raben oder Krähen drin oder was. Und ein unsichtbarer fliegender Tisch. Scheiß auf Logik. Ja gut, ist ein Harry Potter Spiel. Warum sollte ich da nochmal hochklettern wollen? Denken die, ich wäre dumm. Als wenn ich da hochklettern würde. Jetzt hier hin. Daisy Dodderidge. Ne, ist Merlin. Krieg ich ja überhaupt Merlin? Da ist die ganze Zeit Merlin auf den Karten zu sehen, aber ich krieg nie Merlin. Albus, Ignatius, Felix, Greta, Rowena, Jocunda, Dorcas, Yardley, Helga, Adalbert, Chauncey, Cassandra, Daisy Dodderidge. Erste Wirtin des tropfenden Kessels. Und dafür muss man natürlich auf eine Bildkarte. So wichtig ist der tropfende Kessel einfach. Ist einfach nur ein Weg in die Winkelgasse, mehr nicht. Es hätte genauso gut ein Durchgangshäuschen sein können. Das ist kein Grund, auf eine Karte zu kommen. Wie gesagt, dann wäre ich ja auch auf einer Karte als Überlebenskünstler, weil ich 19 Jahre sogar schon überlebt habe und dabei nie gestorben bin. Mach nach. Scheiß drauf, ob du älter bist. Ich hab den Titel hier genommen, also krieg ich den auch. Ist halt wirklich so. Bartvogel! Wir können auch jetzt mal ins Buch reingucken, wenn ihr wollt. Da kann ich dann gucken, wo ich dann auch noch ein paar Karten liegen gelassen habe. Ich glaube, ich kriege halt einfach noch Karten von den Lehrern, wo ich dann was Gutes gemacht habe. Deswegen gucke ich da auch jetzt nicht rein. Ich will nämlich diese Aufgaben nicht machen, das nervt nämlich. Und wir kriegen so oder so 100%, ob wir die Karten jetzt haben oder nicht. Ich fände es halt besser, wenn das nicht so ein Delay hätte, wenn ich das mache. So, und jetzt können wir theoretisch hier auch hoch. Aber dort vorne ist eine Tür, da kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir nämlich alle Bildkarten. Und da ist dann irgendwas. Lohnt sich aber, glaube ich.
So, jetzt machen wir den Slytherin Champion fertig. Wir müssen ja eigentlich die Kammer des Schreckens hier schließen, aber scheiß drauf, wir machen Slytherin fertig. Ich schätze, dies ist das letzte Mal, dass ich dich lebend gesehen habe. Ja, ich komme nämlich als Cyborg hier wieder raus, du Drecksack. Und dann zerstöre ich dich. Ich verbrenne dich einfach mit meinem Feuerarm. Wirst du sehen, wer dann zuletzt lacht. Da hilft dir auch keine Ritterrüstung. Du bist nämlich ein Bild und das ist aus Holz. Meistens. Da unten steht ein Typ. Schiedsrichter. Guck mich nicht so blöd an. Du hast mich also gefunden. Den Slytherin Zauberduellmeister. Ein Gryffindor wird mich niemals schlagen. Los, ein Duell! Duelliert! Zeit für ein Duell! Und beide Duellanten finden sofort in den Kampf! Vor allem wie der Typ so auf richtig cool tut. Aber einfach nur so. Wirklich spannend! Ja, richtig spannend, ey. Wie ich den Typ mir anschieße und der mich nicht trifft. Gott, da muss ich wirklich ein bisschen mehr anstrengen. Ich muss mich anstrengen, der Typ ist doch hinter mir. Er hat doch schon fast verloren. Ich mich anstrengen. Geht's noch? Ich streng mich doch nicht an, ich schieß einfach nur. Potter reagiert prompt. Und die erste Runde geht an Potter! Das war doch kein Kampf, ich hab nur geschossen. Bereit? Duelliert! Auf geht's in die zweite Runde! Au! 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 Hab ich noch nie zuvor gesehen! Ja, du hast ja auch nicht so viel gesehen, ne? Gute Arbeit vom Meister! Gute Aktion von Potter! Easy. Expelliarmus! Ah, fahr zur Hölle, Potter! Du hast mich besiegt und meinen Zauberstab zerstört! Dann gebe ich dir wohl mal eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Hier, nimm diese. Die habe ich eh doppelt. Salazar Slytherin. Was haben die Typen sich gedacht, als sie diesen, ja, Typen für die Synchronisierung da eingestellt haben. Hallo, der dreht ein bisschen auf. Versuche so gut wie möglich wie ein böser Typ zu klingen. Ho, ho, ich bin der Böseste überhaupt. So richtig dumm. Ja, ja, Harry Potter. Der erste Schüler, der alle Gründermeister besiegt hat. Ich schätze, man darf Ihnen gratulieren. Sehr gut gemacht. Du darfst mir nicht gratulieren. So, jetzt fehlen mir noch 3 Bildkarten. Keine Ahnung, wo ich die finde. Also außerhalb von den, ja, normalen Schulstunden, wo man die ja eigentlich kriegen könnte. Glaube ich. Ich glaube, man kriegt auf jeden Fall eine bei dieser Lockhart-Aufgabe, wo der mir Verdimilius da beibringt. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Gehen wir einfach zur Kammer des Schreckens jetzt. Wir wissen ja, wo die ist. Da brauchen wir keinen Lockhart für. Der hilft uns am Ende eh nicht. Wir machen uns nur einen neuen Feind. Seht ihr auch gleich warum. Ach ja, und jetzt kommt das Blöde, wo ich gesagt habe, ja, wenn wir jetzt in das Lockhart-Zimmer gehen, das wird total schlimm. Und dann bin ich ja nur diesen Weg nach rechts abgegangen und da war überhaupt nichts. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt das Nervige. Denn jetzt werde ich nicht einfach rechts abgehen können.
Und wir haben wieder den Bildschirm, der nicht zu dem passt, wo wir jetzt hingehen. Seltsam. Warum ist die Tür wohl verschlossen? Weil der Typ Angst hat. Ich sollte mir also einen anderen Weg suchen. Da kommen wir nicht durch. Und jetzt müssen wir einen gefährlichen Weg gehen. Und einen nervigen Weg noch dazu. Guckt euch das an. Ja. Und wenn man da reinkommt, dann wird man zurückgewirbelt. Ich war nicht mal hier drin. Ich bin da nicht mal reingelaufen. Deswegen ist das halt echt nervig. Ich glaube, gleich muss man auch so ein bisschen seitwärts, aber dann ist das auch geschafft. Und da kann man noch ein bisschen weitergehen, aber da will ich nicht weitergehen. So, und dann müsste man hier jetzt lang. Kein Bock auf warten. Tut mir zwar ein bisschen weh, aber geht schneller so. Ja, hier musste man so ein bisschen schief gehen. Hier weiter. Da ist ein Typ, der gegen mich kämpfen will. Greif an. Ja, da tut ihm dann natürlich wieder nichts. Greif an. Hier könnte man halt noch weiter. Bringt aber, glaube ich, nur Bohnen oder so. Können wir mal machen. Ist halt aber auch wirklich nichts Wichtiges, dass man das hier läuft. Man könnte einfach rechts ab und dann wäre man schon da, wo man hin will. Ja, habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass du dich jetzt bewegen wirst. Junge. Was soll das? Für die Punkte tue ich das gerne. Und jetzt kann man da runter und ich glaube, da kann man sich ein paar Bohnen holen. Aber ich glaube, das hatte auch einen Nachteil. Oder ein Risiko. Keine Ahnung. Da reinzugehen. Ja, hört man schon. Gefährliche Kreaturen. Und was ist dahinter? Nichts. Außer? Einer kleinen Katze. Ja. Und was soll uns das zeigen eigentlich? Nicht alles, was sich da so als groß und toll darstellt, als furchteinflößend, muss es auch unbedingt sein. Ja, und das soll uns schon im Voraus sagen, ja, Lockhart ist eine Pussy. Und deswegen ist da eine Katze drin, weil Lockhart eine Pussy ist. Genau aus dem Grund. Eine Bohnenpussy. So, und hier müssen wir einfach nur runter.
Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, jetzt einfach hier rechts weiterzugehen und dann die Tür zu öffnen. Nein, wir müssen hier rein, glaube ich. Mhm, richtig. Oh, Harry, ich bin sehr beschäftigt. Professor, ich habe Ihnen etwas zu sagen. Ich glaube, die maulende Myrte ist das Mädchen, das vor 50 Jahren starb. Sie weiß bestimmt, wo der Eingang zur Kammer des Schreckens ist. Aha, naja, okay, sicher? Was hat uns dieses Gespräch jetzt groß gebracht? Ja, okay, ja, oh, sicher? Ja, okay. Oh, du bist es. Was willst du? Dich fragen, wie du gestorben bist. Oh, das war schrecklich. Es ist hier drinnen geschehen. Ich bin in dieser Kabine gestorben. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich versteckte mich, weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte. Die Tür war verriegelt und ich weinte. Dann hörte ich einen Jungen hereinkommen. Dann wurde etwas Komisches gesagt. In einer anderen Sprache. Also habe ich die Tür aufgemacht, um ihm zu sagen, er solle gefälligst verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann... dann bin ich gestorben. Wie? Keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass ich ein paar großer gelber Augen gesehen habe. Mein Körper wurde starr und dann bin ich davongeschwebt. Wo genau hast du diese Augen gesehen? Dort am Waschbecken. Sieh mal. Die Wasserhähne verwandeln sich in Schlangen. Sag was, etwas in der Parselsprache. Okay, ich versuch's. Mach auf! Das war Deutsch. Komm. Komm zu mir. Ich gehe zuerst. Nun, ihr Jungs scheint mich ja nicht mehr zu brauchen. Ich verschwinde dann mal. Wir folgen dir, Harry. Nicht wahr, Professor? Oh nein. Ich brauch dich nicht, kannst gerne da bleiben. Vor allem, wie ich jetzt zuerst gehe und ihr werdet gleich mal sehen, wie die mich einfach überholen. Als wenn, das ist unmöglich. Die können mich nicht überholen, wenn ich als erster da reingegangen bin. Oder die sind halt ganz fett. Das kann auch sein. So, und jetzt haben wir sowas ähnliches wie beim Flohpulver. Ab geht's. Und hier muss man halt auch schnell sein. Aus irgendeinem Grund. Ich meine, warum haben wir jetzt eine Zeitangabe? Was soll denn groß passieren? Warum ist er verschwunden? Ach so, wir sterben, weil wir nicht schnell genug sind, oder was? Was wir auch gerade am Beispiel Ron gesehen haben, er ist an Altersschwäche gestorben, weil er nicht schnell genug heruntergerutscht ist. Kennt man ja. Und... fuck. Wir wären fast da gewesen. Da siehst du halt auch am Ende gar nichts mehr. Da denkst du dir, ja, easy. Nee, ist es nicht. Und wie willst du hier je wieder rauskommen? Also die Typen, die hier normalerweise reinkommen, wie kommt die wieder raus? Musst dir mal vorstellen. Im Film wurde ja gezeigt und im Buch wurde wahrscheinlich auch beschrieben. Mit dem Phönix kommt man hier raus. Den haben doch andere Leute, die hier reingehen, nicht? Ja, irgendwie unlogisch, ne? Jetzt rutschen die natürlich nicht an mir vorbei, weil die ja gestorben sind an Altersschwäche. Die können nicht einfach wieder zurück wie ich.
Schön, wie ich auch einfach normal geradeaus war und dann plötzlich zur Seite geklatscht bin, obwohl ich nichts gedrückt habe. So, und ich könnte jetzt sogar sterben, indem ich gegen eine Wand komme. Genau so. Das kann passieren. Warum auch immer. So, drifte richtig. Warum kann ich nicht einfach Goyle sein? Der hätte das super geschafft. Der war wahrscheinlich gar nicht erst hier runtergerutscht. Der wäre einfach stecken geblieben. Heutiger Grafik sähe das bestimmt sehr toll aus. Ey, warum macht er das hier immer? Vor allem, der ist nicht mal richtig runtergefallen. Der hat sich ja noch mit den Beinen hier abgestützt. Wir sehen zum ersten Mal diesen komischen Screen, wo er in einem, ja, Krankenzimmer liegt, was gar nicht möglich ist. Denn wer will denn bitte wissen, dass er da unten ist und dann auch noch tot ist? Und wenn er tot ist, wie kann er gepflegt werden? Das macht einfach keinen Sinn. Jetzt können die wieder an mir vorbeirutschen. Glaube ich. Ja. Oh. Kannst du mal aufhören, hier durch mich durchzurutschen? Hast du überhaupt Manieren? Ja, was die Zeitangabe hier soll, weiß ich echt nicht. Ey, wieso rutscht der denn hier immer zur Seite? Was soll denn das? Rutsch doch mal vernünftig geradeaus. Ich hasse das. Rutsch rückwärts. Ich kann halt einfach stehen bleiben. Würde ich aber jetzt nicht empfehlen, weil wir da eine Zeitangabe haben. Dass wir irgendwie eigentlich gezwungen werden, hier schnell zu rutschen. Was ja auch nicht wirklich der Fall ist. So, und jetzt rutscht gefälligst geradeaus. Jetzt kommt, glaube ich, das Blöde. Ja, das war knapp. Da hat er sich gerade noch mit seinen Beinen da festgehalten. Ja, hier ist es. Da rutsche ich jetzt extra lahm, ey. Können mich. Und wir sind da. Wer da einfach jetzt geradeaus nach oben rutscht, das geht gar nicht. Ja, schön erstmal speichern. Ich finde es auch immer blöd, wie drumherum einfach dieser unendliche Abgrund ist. Wo macht das bitte Sinn? Aha, Harry, willkommen. Da bist du ja endlich. Vorsicht, Harry. Ich glaube, er ist verrückt. Verrückt, moi? Nein, nein, nicht der große Gilderoy Lockhart. Jetzt ist Schluss mit lustig. Das Abenteuer ist vorbei. Sieh doch! Ich werde zurückgehen und Ihnen sagen, es sei zu spät gewesen, um das Mädchen zu retten. Und dass Ihr beide angesichts Ihres zerfleischten Körpers tragischerweise den Verstand verloren hättet. Oh nein, ich weiß, was er vorhat. Er will uns mit seinem Vergessenszauber belegen. Ja, genau. Der berühmte Lockhart-Vergessenszauber. Tut mir leid, Jungs, aber es ist das Beste. Gut, aber bevor wir hier weitermachen, würde ich erstmal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.